Ja, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer neuen Runde von Wolf. Ja, die letzten zwei Tage ist ja nichts passiert, aber davor hatten wir ja den Fänger von Roggen wieder getroffen. Und er hat es mal wieder geschafft, unser liebes Rotkäpp auszutricksen, aber das soll uns ja nicht jetzt daran hindern, ihn doch noch irgendwie zu fangen. Wie es jetzt weitergeht und ob unser Rotkäppchen die Flussfahrt überleben wird, wo wir mehr oder weniger hineingeraten sind, das erfahrt ihr in diesem Let's Play. Ach, dürfen wir das ganze Level jetzt wieder von vorne machen? Ja, dann. What? Did you see that? Didn't know I had that trick up my sleeve. Can't wait to tell Granny. Auch ein bisschen blöd. Aber egal, machen wir halt das Level wieder von vorne. Schleichen uns aber hier dran vorbei. Nicht so wie beim letzten Mal. As a child, I had an army of men like them. But they were tiny with missing limbs and meant no harm. I still cannot believe these killer 10 creations arose from my father's imagination. Did he really throw out all his principles? Just to make sure I can eat? Is it really that easy to go from bad to good? He never spoke of his work, but we knew he was unhappy. Mother's death took the light from his eyes, and though I know he loved me deeply, in the end, I was only a consolation prize. Ja, das ist die große Frage allerdings. Ist unser Vater jetzt böse? Nicht Kuckuck. Kuckuck. Ja, ihr guckt mich doch schon an. Guckt mal hier. Mensch, sind die blöde. Echt beschränkt. Die sind ja dümmer als die Spacken auf RDL. Kuckuck. Auf jeden Fall stärker. Und da ist er wieder. Und wir sind gefallen. Where do you think you're going? Too scared to show your face? Why doesn't this wannabe boat have a steering wheel? Und jetzt sind wir wieder in derselben Situation wie vorher auch. Jetzt heißt das einmal eine Runde Jump'n'Run spielen. Ich bin ja froh, dass man den Sprung hier. This is turning out to be a fairy tale after all. Packt sie das? Nein, sie packt es nicht. Okay. Bin ja froh, dass man den Sprung hier ein bisschen lenken kann. Das sehe ich ganz schön alt aus.
Aber okay. Was war das? Bitte sag mir nicht. Nein, wir brauchen es nicht von vorne. Okay, dann. Wenn wir das jetzt so machen und bei dir das erst anwenden. So. So. Hatte ich gedacht. Oh, oh, oh. Was hat er sich nur gedacht? Ja. Falsche Richtung, Rotkäppchen. Aber auch gut. Ich wette, ja. Und da war wieder das, was ich mir gedacht habe. Wir dashen jetzt mal ein bisschen auf Controller ein, damit wir halt das schaffen, ne? Und Fab 1, 2 noch einmal. Schneller, schneller, Rotkäppchen, das packst du. Ja, wunderschön. Ah, die gucken gar nicht hin. Umso besser. Jetzt sind wir nur noch zu zweit und die kriege ich auch platt. Ich weiß, dass wir es schaffen, Rotkäppchen. Ich meine, Rotkäppchen kann mich auch gerne mal zu Hause besuchen. Ich meine, ich würde gerne mal die Geschichten von Großmutter und Co. hören. Jetzt müssen wir aber wieder leise sein. So, und weiter geht's. Oh, nochmal diese solche Idioten. Hep, hep, hep. Du hast doch eh keine Chance. Okay, hier geht's nicht weiter. Schlitz, Schlitz, Kartoffelchip. Schlitz, Schlitz, ich bin ein Ritzer-Emo. Und ich ritze gern. Oh, dürfen wir jetzt mit der Eisenbahn fahren? Ach, schade. Recognize me as her daughter? Or was she just one of many others, young and doomed to disappear? Hey, I'm talking to you! Laufen, laufen, laufen. Wie sollen wir den besiegen? Das verstehe ich nicht ganz. Okay, ich glaube, wir müssen den Druckwellen ausweichen. Von diesen hässlichen Kerl, ey. Ritz, Ritz. Ha, und sollen dann also. Der Typ hat ja einen blöden Trick nach dem anderen drauf. Jetzt gehst du mir auf den Sack. Gleich rufe ich Harry Potter an.
Hänsel und Gretel lieber. Hä? Ampelmänner wieder. Nein, 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 nein. Schon mal gepackt und jetzt wissen wir auch ungefähr, wie wir dieses Klabusterberg hier fertig machen. Oh, jetzt hat er mich fast ausgetrickst. Der tritt mich immer wieder runter. Ey, das ist echt scheiße. Aber gar nicht so schwer, wenn man weiß, wie es geht. So, du armselige, finstere Version eines Glücksbergis. Jetzt werden wir dir die Hämorrhoiden aus dem Arsch raus operieren. No. Och, Glück gehabt. Blöden Ratten. Hier durchrennen. Komm. Machen wir diesen Pumuckel da oben mit seiner Flöte fertig. No. Oh, Glück gehabt. Das war eine Ratte. Und ich glaube, wir haben es jetzt auch geschafft. Ja, geschafft. Die auf den roten Strich läuft, hat es gepackt. Der stirbt wie Kenny. Du armseliges Opfer! Scheint ja Spaß zu haben, so, ne? Always go out with a bang, Granny taught me. I hope it hurts, Wolf. I hope your sheep's coat burns, as well as your evil mind. Now, let's leave this doomed city behind. Okay. Und ich würde mal sagen, da wir ja jetzt den Fänger von Schwachmatenroggen besiegt haben, würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Anubis. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder sonst was. Ansonsten, falls ihr jetzt keine Lust habt, den Kanal zu abonnieren, aber ihr trotzdem nichts verpassen wollt, könnt ihr immer noch Base Life Gaming oder Whipbrother Anubis and Friends mit einem Gefällt mir auf der Seite hinterlassen. Dann werdet ihr auch mit Garantie nichts verpassen. Ich bin euer Anubis und ich wünsche euch viel Spaß mit... Ach, viel Spaß, nee, das Video ist ja vorbei. Dann
hoffe ich, dass ihr viel Spaß habt mit den bisherigen Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.